Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die Sonnenwendlegung für den Stier zur Sommersonnenwende 2023. Und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Die allgemeinen Legungen passen nicht für jeden. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest in das beiseite. Und ja, ich lege hier zunächst die Karten aus und sag dir, was die Karten an den einzelnen Stellen bedeuten. Diese Karte zeigt dich in der Gegenwart, deine aktuelle Situation, die Energien, die dich umgeben. Die zweite Karte ist die Botschaft deiner Ahnen. Die dritte Karte ist die Botschaft deiner Engel. Die vierte Karte zeigt, was rausgeht. Und die vierte Karte, das ist die vierte Karte. Die fünfte Karte zeigt, was Neues reinkommt. Gut, und wir schauen auch direkt auf dich. Und ich habe hier den Prinzen der Stäbe. Und der Prinz der Stäbe, der verkörpert so eine Laune, wo man das Leben umarmen möchte, ja, wo das Leben einem zufliegt, ja, wo man sich auch für das Leben begeistern kann. Also ich habe hier so eine sehr inspirierte, begeisterungsfähige Energie, die auch gerne rausstürmen will, ja, die raus will, die ins Leben will, die Erfahrungen machen will. Und darauf liegt der Mond. Und das bedeutet, dass du hier aus dir heraus schon ganz intuitiv weißt, wo der Weg liegt, wo es lang geht, dich von deiner Intuition leiten lässt, ja, auch irgendwo weißt, dass die Reise immer weitergeht, auch wenn du vielleicht noch nicht weißt, wo die Reise hingeht. Es ist quasi wie so eine Fahrt ins Blaue. Und eine Fahrt ins Blaue. Blau ist immer die Farbe von Frieden. Ja, das ist auch eine Reise in den Frieden und in die Freiheit. Und wir schauen gleich mal nach der Botschaft von deinen Ahnen. Ich habe hier den Sage und der sagt, be devoted and committed. Das heißt, du sollst dich da ganz drauf einlassen. Ja, so lasse dich auf diese Fahrt ins Blaue ein, auf diese Reise ein. Ja, versuche, dein Leben zu genießen in all seinen Facetten und sei bei allem, was du tust, hundertprozentig präsent. Ja, das ist das. Wir leben oft irgendwo an unserem Leben vorbei, weil wir gestresst sind, weil wir gehetzt sind, weil wir unsere Verantwortlichkeiten im Kopf haben und irgendwo nicht bei uns sind, sondern immer irgendwo anders. Und deswegen sagen deine Ahnen, lass dich darauf ein, lass dich auf das Leben ein, lass dich auf diese Reise ein, lass dich auf dieses Abenteuer ein, diese Fahrt ins Blaue ein. Die Botschaft deiner Engel ist, ich habe hier den göttlichen Heiler, Erzengel Raphael. Danke, Raphael, dass du dein Licht auf meinen gesunden Körper strahlen lässt. Ja, das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas in deinem Leben heilen muss, in deinem Körper heilen möchte, dann arbeite mit Erzengel Raphael daran, lass sein smaragdgrünes Licht auf deinen gesunden Körper strahlen. Und grün ist immer eine Farbe, die den Weg frei macht. Ja? Und von der Farbkombination her, wenn mir das Blau und das Grün, würde ich sagen, dass du auf deiner Fahrt ins Blaue grünes Licht hast. Das heißt, der Weg ist frei. Ja, es wird sein wie so eine grüne Welle, wo jede Ampel, die rot ist, wenn du kommst, gerade auf grün springt, sich jede Tür, die verschlossen ist, gerade auch mal wieder öffnet, eben wenn sie sieht, oh, da kommt der Stier, ich gehe eben mal auf. Das hier ist das, was rausgeht. Das ist einfach die Einmischung. Und Einmischung bedeutet immer, dass von außen irgendetwas kommt, was unsere Pläne durchkreuzt, was dann die Ampel auf Rot springen lässt, wenn man es in der Farbensprache ausdrücken wollen würde.
Und die Einmischung ist das, was rausgeht. Und was ich sehen kann, ist, also Einmischung, das kann immer von außen kommen. Das kann durch Verbote entstehen, durch Gesetze entstehen. Das kann aber auch dadurch entstehen, dass sich ein anderer Mensch in unser Leben einmischt, quasi seine Nase in unsere Angelegenheiten reinsteckt. Und das ist etwas, das geht raus. Und auch so ein Zustand von Überdrüssigkeit geht raus. Die Vier der Kelche zeigt immer einen Zustand an des Überflusses, des zu viel Habens, ja, so dass man quasi so mit dem Leben beschäftigt ist und mit seinen Pflichten und mit allem, dass wenn sich hier eine Tür auftut, man quasi sagt, nein, es passt mir gerade nicht. Und dann eben optimalerweise diese Chance zurückgibt in den Kreislauf des Lebens, um sie dann zu empfangen, wenn der Zeitpunkt richtig ist, ja, und von dem her sagen deine Ahnen jetzt, lass dich drauf ein, lass dich auf das ein, was gerne zu dir kommen möchte. Und wir schauen, was kommt. Langsames und stetiges Wachstum, langsame und stetige Weiterentwicklung in allen Lebensbereichen. Das heißt, diese Reise, auf der du bist, die betrifft im Endeffekt auch alle Lebensbereiche. Das Wohnen, die Liebe, die Familie, das Geld, die Arbeit, den Freundeskreis. Und ich sehe hier in allen Lebensbereichen eine konstante und stetige Weiterentwicklung zum Positiven, ein konstantes und stetiges Wachstum. Und du darfst auch einfach hier die neuen Chancen und Möglichkeiten umarmen, offen sein und dich einfach darauf einlassen. Ich habe hier die 8 der Münzen, ja, und wenn du diese Offenheit hast, ja, wir sehen auch hier, dass sich die Blätter und Blüten langsam öffnen, in einem geschützten Rahmen öffnen, und die Karten sagen auch, wenn du dich öffnest und dich drauf einlässt, auf das, was das Leben dir schenken will, dann kann das Ganze ein Meisterwerk werden, ein Meisterstück werden, was seinesgleichen sucht. Ja, lieber Stier, das ist deine Botschaft zur Sommersonnenwende. Ich hoffe, sie war dir hilfreich, konnte dich ein wenig motivieren und inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und falls du gerne eine persönliche Legung haben möchtest, geht das entweder mit mir in Videotelefonie oder natürlich nehme ich auch persönliche Videos auf. Und eine Auswahl der Videos, die ich verschicke, zum Download bereitstelle, die findest du auf meiner Webseite. Und momentan ist es auch möglich, so eine Botschaft dieser Art hier personalisiert zu bekommen oder auch eine Vorschau für das nächste halbe Jahr. Alles Liebe!